Der Fokus meiner Arbeit waren die sieben Todsünden. Christliche Themen in der Kunst sind nicht nur eine Frage der Prägung durch die christliche Kultur, sondern eine Orientierung an humanistischen Grundmodellen, wie sie das Christentum bereithält und mit anderen Glaubensrichtungen verbindet. Das Heute ist bestimmt von Globalität und richtete sich der bisherige Fokus des Lebens in einer Gesellschaft auf Erfolg und Gesundheit, so wurde in Zentraleuropa alles andere bislang bestens verdrängt. So der Tod, aber auch Krankheit sowie Elend anderer Menschen. Wir müssen uns vor Überlegenheitsgefühlen gegenüber anderen Religionen sowie Ethnien hüten, denn in dieser Multikulti-Zeit führt eine Unterscheidung zwischen uns und anderen Menschen zu Stolz, Eifersucht, Gier und Macht. Und auf diesem Weg begegnen wir den sieben Todsünden, über die es nachzudenken lohnt und weshalb ich mich mit diesem Thema beschäftigte. Plastische Werke werden durch den Betrachter anders und unmittelbarer rezipiert, als dies bei anderen virtuellen Medien geschieht. Und hier interessiert mich als Besonderes die Spannung zwischen Statik und Dynamik. Deshalb ist es für mich einzigartig und auch die Bearbeitung, die mir zum Selbstverständnis geworden ist, weil ich das Handwerk von der Pike auf erlernt habe, in allen seinen Nuancen und Facetten, vom Schweißen, Schmieden über Reißen, Schneiden. Und diese Möglichkeiten, die sich ergeben, oder die Möglichkeiten, die man findet beim Bearbeiten, beim Bearbeitungsprozess, die werden auch gleichzeitig dann noch zur Geste. Nicht nur die Körperhaltung oder ein etwaiges angedeutetes Gesicht, sondern eben auch die Verarbeitungsspuren im Prozess der Verarbeitung, die eine gewisse Gestik bringen. Die Rohre, die geschmiedet werden und verbogen werden, also nicht dieses technische Rohr, sondern eben ein zerknautschtes, auch zerknittertes Rohr, was eben dann solche Volumen wie Muskeln oder Waden oder sowas durchaus zeigt. Das ist so ein Weg, den ich mir erarbeitet habe in Verbindung dessen, dass diese Skulpturen offen sind, von manchen Seiten ganz zart, weil man keinen Rücken eingebaut hat, sondern die Brust als Fläche, als geknitterte Fläche, die umreißt letztendlich den Korpus und verbietet an sich da noch einen Rücken hinzubauen, weil die Skulptur als solche schon zu sehen ist. Und dadurch ergibt sich eine Zartheit im Volumen, wo auch der Betrachter ständig neue Sichten hat und neue Dinge entdecken kann. Bei den Todsünden war die Formfindung zu Anfang ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich auf ältere Arbeiten besonnen und habe dann eben karikiert, also diese Strichmännchenhafte karikiert, das auch einen gewissen Witz hat. Dann kommen gewisse Insignien dazu, die man braucht, um eben da auch den Erkenntnisprozess des Betrachters zu forcieren. Und ich baute die Dinge auf einem Sockel auf einem runden Sockel, der mir die Möglichkeit gab, auch diesen Sockel zu verlassen, um da eine gewisse Bewegung hineinzubringen, das Fliehen von einem gewissen Podium, wo die Frau eben die Möglichkeit hat, dieses Podium zu verlassen und das auch zeigt oder versucht, das zu verlassen. Und so ist immer der gleiche runde Sockel entstanden und war für mich auch Gestaltungsmerkmal. Ich denke, das ist nicht nur irgendein Weg, sondern mein persönlicher Weg, den ich da beschreite, weil er eben aus der Entwicklung vom Handwerk über das Kunsthandwerk zur freien Kunst passiert ist und weil eben das Handwerk eine große Rolle spielt im Prozess des Schaffens, des Herstellens einer Arbeit. Diese Skulpturen aus Eisen bedeuten mir an sich auch mein eigenes Leben. Also die Sache ist nicht nur ein Hobby, sondern das ist eine ganz große Ernsthaftigkeit, einmal von der Thematik und zum anderen eben auch vom Material.